In diesem Video geht es um die Auswertung von einem DUET-Scan. DUET steht für die gemeinsame Prüfung TOFT und Phased Array. In diesem Fall bei den Sonotron-Geräten gibt es eine Option, mit der man praktisch nur mit zwei Phased Array-Prüfköpfen sowohl die Phased Array-Prüfung beidseitig als auch die TOFT-Prüfung durchführen kann. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man nur einen einfachen Scanner benötigt und auch nur zwei Phased Array-Prüfköpfe benötigt. Wie das Ganze funktioniert, ist in einem anderen Video erklärt. Hier geht es jetzt darum, eine Auswertung der Ergebnisse zu machen. Und wir haben hier beispielsweise einen Testkörper gescannt, einen Teil des Testkörpers gescannt. Und es geht im Grunde genommen einfach nur mal darum, um zu zeigen, wie man hier eine Auswertung macht von einer Anzeige dieser Bohrung. Diese Bohrung ist mittig angelegt, wie man hier sieht, 2,5 mm im Durchmesser, 45 mm tief. Hier rechts, da sieht man schon das Abbild von dem TOFT-Scan, der innerhalb des DUET-Scans aufgenommen wurde. Und hier sieht man auch schon die Länge der Bohrung. Die wurde also in dem TOF-Scan eindeutig erkannt. Und ich möchte jetzt zeigen, wie man das einmal hier mit TOFT auswerten kann, aber auch, wie man die Auswertung auch mit Phased Array machen kann. Also das ist also der Testkörper, so wie ich ihn beschrieben habe. Und hier sieht man jetzt das Ergebnis eines DUET-Scans in der Nachbearbeitungssoftware, die es übrigens auch kostenlos gibt, auch zur Weitergabe. Wenn Sie also eine Scan-Datei haben, können Sie selber auch hier mit dieser Software einmal experimentieren. Wenn Sie das gerne möchten, bitte wenden Sie sich an uns, dann schicken wir Ihnen gerne eine Datei zu. Was sehen wir hier? Wir sehen zum einen hier die rote Markierung. Steht für die Darstellung und für die Auswertung der Phased Array-Information von der linken Seite, wie man hier sieht. Wenn ich jetzt hier klicke, dann steht das für die Auswertung der rechten Seite. Und in der Mitte ist die Überlagerung beider Informationen. Also wie man hier sieht, wurde von rechts die Bohrung erkannt, von links die Bohrung erkannt. Und in der Überlagerung überlagern sich natürlich auch die Anzeigen der Bohrung. Und rechts daneben ist dann noch der TOFT-Scan. Auch der ist mit allen Rohdaten, übrigens auch die Phased Array-Rohdaten, alles komplett gespeichert. Wenn ich jetzt hier mit dem Cursor durchfahre, sehe ich hier oben links das A-Bild dazu und kann auch genau sehen, wo ich da die Anzeigen bekomme von der Bohrung. So, machen wir erstmal eine Auswertung der TOFT-Information. Nein, sorry, der Phased Array-Information. Schauen wir uns mal an, wie die Auswertung aussieht hier bei der Einstellung von rechts. Dazu gehe ich in die Nachbearbeitung, um hier eine weitere Analyse zu machen für die Einstellung von rechts. Jetzt kann ich hier. Das ist übrigens die übliche Standard-Nachbearbeitungssoftware, auch die gibt es kostenlos, ist hier auch in dem DUET praktisch mit integriert. Hier kann man also jetzt, wenn ich mit dem Cursor durchfahre, unten jeweils das Schnittbild erkennen an der jeweiligen Position. Kann man sehr gut erkennen, also dass hier die Bohrung klar erfasst wurde. Hier dann nicht mehr, da gibt es also keine Informationen aus dem Material, keine Reflexion. Dann gibt es hier die Anzeige der Nut unten. Die kommt etwas schwächer und kleinere Amplitude liefert. Ja, und am Ende sieht man sogar auch noch was von einer anderen Bohrung, ein Teil, der auf der anderen Seite liegt. Soll uns aber jetzt mal nicht interessieren. Wir wollen uns nur auf diese eine Bohrung hier konzentrieren und da mal ein paar Messungen vornehmen. Erstmal möchte ich zeigen, wie man eine Längenmessung zum Beispiel macht. Also ich kann hier praktisch auswählen, von wo ich die Messung beginne, nämlich von ganz links bis hier zum Ende der
Bohrung. Also ich gehe hier auf das Ende der Anzeige und auf den Anfang. Und dann habe ich hier einen Messwert 44,7 mm. Wir wissen, dass es 45 mm tiefe Bohrung ist, also stimmt das sehr genau überein mit unseren hier durchgeführten Messwerten. Jetzt kann ich auch noch die X-Koordinate bestimmen. Da sieht man hier den Cursor in der Endansicht links. Ja, da kann ich jetzt praktisch die obere Stelle anvisieren und die untere Stelle anvisieren. Ups, auch da muss man etwas vorsichtiger vorgehen. Ja, und ich habe jetzt hier 2,2 mm ausgemessen. Die Bohrung ist 2,5 mm, also ausreichend genau. Kommt jetzt auch darauf an, welche Auflösung ich am Bildschirm habe und wie genau ich hier die Cursor setzen kann oder die Messlinien setzen kann, um auch genau ausmessen zu können. Ja, damit habe ich also jetzt die Bohrung bestimmt im Durchmesser einmal und einmal in der Länge. Mache das jetzt mal alles wieder raus. Dann zeige ich jetzt kurz auch nochmal, wie man hier eine Auswertung macht mit A-Bild-Darstellung. Ich habe jetzt hier einen Cursor gesetzt. Über Markieren C-Scan habe ich hier den Cursor gesetzt. Dann kann ich jetzt unten im B-Scan, das heißt da in der Seitenansicht, mir die Position heraussuchen, unter der ich die maximale Amplitude bekommen habe von dem Reflektor, von der Bohrung. Das war sie nicht. Also mache ich das nochmal. So. Das ist die maximale Amplitude. Wenn ich jetzt einen Doppelklick mache auf das A-Bild, dann sehe ich hier auch die entsprechenden Messwerte dazu. Positionsdaten, also die Tiefe der Bohrung, wird hier mit 11,8 mm angegeben. Die Bohrung liegt in der Mitte, also der Mittelpunkt der Bohrung ist 10 mm, aber man muss ja bedenken, dass sie jetzt von unten über die Umlenkung von der Rückseite angeschaltet wurde. Deshalb ist die Tiefe etwas größer als halt der Mittelpunkt der Bohrung. Das ist hier der Hintergrund für die Abweichung in den Messwerten. Soweit so gut. Damit habe ich jetzt also Phase Delay ausgewertet. Ja, und was man natürlich wissen sollte ist, warum muss ich überhaupt Phase Delay mit TOF verknüpfen? Einfach deswegen, weil beispielsweise senkrecht liegende Fehler vom Phase Delay so gut wie nicht gefunden werden können, wenn es zum Beispiel Risse sind, weil die Reflexion von dort nicht zurückkommt zum Prüfkopf. Solche Fehler kann man aber dann wunderbar in der TOFT-Ansicht oder mit der TOFT-Prüfung ermitteln. Hier haben wir zwar eine Bohrung, da kann man das praktisch sowohl in Phased Array als auch im TOFT-Bild ermitteln. Jetzt möchte ich eine Analyse im TOFT-Bild machen. Und hier sieht man schon, wenn ich TOFT ausgewählt habe, jetzt gehe ich in die Nachbearbeitung für den TOFT-Kanal. Jetzt habe ich hier meinen Scan angezeigt, den TOFT-Scan. Hier oben dieses Signal, ich gehe mal hier rein, dann sieht man das besser. Das erste Signal, was ich bekomme, das ist die sogenannte Lateralwelle, die kürzeste Verbindung der beiden Prüfköpfe über der Oberfläche. Was ich danach bekomme, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier sehe, dann bin ich ja nicht in dem Bereich der Bohrung. Da sehe ich dann die Lateralwelle, hier links im A-Bild, als erstes Signal. Dann das zweite Signal ist praktisch die Reflexion von der Rückwand. Und das dritte Signal ganz am Ende des A-Bilds ist praktisch die Umwandlung, die Wellenumwandlung in eine Transversalwelle.
kommt dann sehr viel später, weil die Schallgeschwindigkeit ja entsprechend geringer ist. So, jetzt muss ich mit diesen Daten, die hier aufgenommen sind, erstmal eine Kalibrierung durchführen, denn ich kann so noch nichts messen. Das heißt, ich muss zunächst einmal mit den Daten, die hier angegeben sind, als Grundeinstelldaten etwas einstellen, um genaue Messungen machen zu können, um erstmal justieren zu können. Ich bleibe erstmal bei diesen Einstelldaten, wie sie vorgegeben sind. Man wird dann sehen, wie die sich gleich verändern, wenn ich eine Justierung mache. Was ich zunächst tue, ist, ich werde an irgendeiner Stelle die sogenannte Nulllinie definieren. Das ist hier genau die Linie, wo die Lateralwelle praktisch den ersten Nulldurchgang hat und dann eine zur negativen Halbwelle hin. Das ist jetzt gemacht. Jetzt kann ich praktisch auf dieser Basis eine Länge vermessen. Ich gehe also wieder an diese Position beispielsweise. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass da die Nulllinie liegt. Und wenn ich hier jetzt nochmal hinfahre, ja, dann sieht man auch hier unten der links unten angegebene Messwert wird denn da angezeigt. Ja, der liegt jetzt hier. Das springt jetzt leider von einem geringen Wert auf 2,2, aber der Nullwert liegt praktisch dort. Da ist der Nulldurchgang. Und wenn ich jetzt weiterfahre, und dann komme ich irgendwann zur ersten negativen Halbwelle vom Nulldurchgang der negativen Halbwelle von dem ersten Signal, und ich stelle fest, da habe ich 22,5 Millimeter, was nicht ganz korrekt ist. Ich habe ja eine Wanddicke von 21 mm. Das bedeutet also, dass jetzt hier meine Einstelldaten hier nicht korrekt waren. Die Basis ist wahrscheinlich zu groß gewählt. Ich setze die jetzt mal auf 90. Die Basis ist der Abstand der Prüfköpfe voneinander, beziehungsweise der Schallaustrittspunkte der beiden Prüfköpfe voneinander. Ergibt sich bei den konventionellen TOF-Prüfungen sozusagen ganz eindeutig, weil wir ja nur einen Winkel praktisch haben. Hier beim Phased Array Prüfköpfen ist das halt mechanisch nicht einfach auszumessen, deswegen macht man es jetzt so wie hier. Ich habe also den Wert hier auf 90 mm geändert. Gehe auch nochmal mit dem Prüfkopfvorlauf wieder ganz auf 0. So, und jetzt definiere ich nochmal die Nulllinie. Gehe jetzt zum Beispiel hier oben, da ist der erste Durchgang, Nulldurchgang der Lateralwelle. Kann man jetzt also auch sehen, da wo die blaue Linie links im A-Bild erscheint, da ist praktisch der Nulldurchgang für die Lateralwelle. Das ist der Startpunkt, mein Nullpunkt sozusagen, von dem aus ich messe. Jetzt mache ich hier eine Messung. Und wenn ich jetzt hier an dem Punkt zum Beispiel messe, dann sehe ich hier A gleich 0, unten links sieht man das. Das ist jetzt praktisch mein Nulldurchgang durch die Lateralwelle, bei der Lateralwelle. Und jetzt gehe ich weiter und schaue, wo da der Nulldurchgang wieder ist durch die erste Reflexion der Rückwand oder die Reflexion der Rückwand.
Und da liege ich hier etwa bei 21,2. Das ist genau genug. Wir haben eine Dicke von 21 mm. Und damit habe ich jetzt praktisch eine Justierung eigentlich schon durchgeführt. Damit ist also für eine weitere Auswertung jetzt in dem Topfbild die Justierung vollzogen. Ich kann jetzt also jetzt weitere Messungen machen, zum Beispiel die Messung hier da, wo die Bohrung sich befindet. Jetzt wieder hier auf die Nullposition, da ist die Nullposition und schaue dann mal, in welcher Tiefe die Bohrung sich befindet. Das heißt, genau da, wo ich jetzt wieder den Übergang habe, wie man sieht, von hell auf dunkel in dieser Darstellung. Das entspricht also auch wieder dem Nulldurchgang bei der entsprechenden Amplitude. Und da habe ich jetzt ausgemessen 10 mm. Und wenn ich jetzt praktisch weitermesse bis zum Ende der nächsten Halbwelle, Nulldurchgang, dann habe ich den zweiten Messwert bestimmt. Und wenn ich da jetzt mal mir die Werte anschauen möchte, kann ich hier draufklicken und sehe also, wir haben in 10 mm Tiefe die Bohrung. Ja, sehr genau also vermessen. Und ich habe einen Bohrungsdurchmesser von 2,6 mm. Also auch hier im Toft kann man sehr genau Fehler vermessen. So, wenn es jetzt hierzu noch weitere Fragen gibt, bitte wenden Sie sich an uns per E-Mail beispielsweise info@united-ndt. Oder besuchen Sie auch unsere Webseite www.united-ndt.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.